Ja, Leute, herzlich willkommen zur Mini Battlefield 4. Der finale Ständer ist gekommen, das letzte DLC. Und ich habe es ein bisschen angeguckt, ehrlich gesagt. Aber ich muss euch gleich vorweg sagen, ich bin nicht begeistert von diesem DLC. Absolut nicht, leider. Wieso ist denn hier alles wieder zurückgesetzt? Was soll denn der Scheiß? Moment. Muscle Break. Default ist mir jetzt egal. Ich bin leider wirklich nicht überzeugt von diesem DLC, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jetzt ein bisschen schon gespielt und es ist mir einfach alles viel zu groß. Die ganzen Maps sind mir alle viel zu groß, deswegen werde ich jetzt ein bisschen fliegen. Die Maps sind mir bei weitem zu groß. Also wenn ihr ein Fan seid von großen Maps, ist es genau das Richtige für euch. Ja, dann müsst ihr das unbedingt zocken, weil dann ist es wirklich richtig geil. Die Maps sehen an sich super aus und machen auch Spaß, aber wie gesagt, nur wenn ihr Bock habt auf große Dinge. Ja. Und da, ich rede nicht von Titten, weil auf große Titten hat jeder Bock. Ja? Ich rede von großen Maps. Und große Maps sind nicht so mein Ding. Ne? Große Maps sind nicht mein Ding, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin eher der Typ, der gerne kleine, knackige Maps mag und schnelle Action. Und hier hast du das aber nicht. Aber fuck drauf, wir werden jetzt hier ein bisschen in Conquest spielen und ein bisschen hier durch die Gegend fliegen. Und ich brauche hier gleich schon Scheiße. Aber wenigstens bin ich hier hineingeflogen, ist auch schon mal was. So, musst du auch mal können. Ja, wir sind hier, wie viele Leute sind wir denn? Ich glaube, ich bin hier auf einem 64-Mann-Server. Da fliegt einer raus. Da ist jemand da. Jemand ist da. Jemand ist da. Jemand ist da. Wo ist er? Ja, das wo ist er, das werdet ihr euch oft fragen in diesem Spiel, weil ihr werdet kaum Gegner finden. Ihr werdet in diesem Spiel kaum Gegner finden. Ah, da ist ein scheiß Heli drin und fickt mich weg. Ich habe mir alle Maps angeschaut auf Domination und auf TDM und so weiter. Die Maps sind so fucking groß, dass du gar nicht mehr weißt, wo du bist. Und es ist so riesig einfach. Es ist einfach übertrieben groß. Es ist wie ein 50-Zentimeter-Penis. Braucht keiner. Ja, ist einfach wirklich übertrieben, ich mag das nicht. Aber gut, es gibt Leute, die es mögen. Wo muss ich denn jetzt bitte hier hinfahren? Gut, fahren wir halt ein bisschen mit dem Schneemobil durch die Gegend. Wie kann ich denn die Kameraansicht wechseln? Wie ging das hier nochmal auf C? Ja, C. So. Fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend hier. Schauen uns die Map ein bisschen an. Also wie gesagt, Leute, kurzes Fazit. Jetzt schon halt, kann ich schon sagen. Ja, wenn ihr Bock habt auf große Maps, super geile Sache. Wenn ihr keinen Bock habt auf große Maps, ist Final Stand der letzte Dreck. Ist wirklich so. Und ich muss auch zugeben, ich mag die großen Maps einfach nicht. Ich spiele zwar gerne Battlefield, aber in letzter Zeit ist es ein bisschen runter, weg, nach hinten gegangen, weil ich in letzter Zeit wirklich nur noch Advanced Warfare suchte, weil ich da halt eben diese schnelle Action habe. Die hast du hier halt eben nicht. Hier hast du halt viel mehr das Taktische und das. Schau mal, wie fett die Map ist, Mann. Schau mal, wie fett die Map ist, bis ich da mal irgendwo bin. Das ist eine halbe Weltreise. Du musst eine halbe Weltreise irgendwie hinlegen, damit du irgendwo hinkommst. Und das ist halt eben nicht, das mag ich nicht. Jetzt werde ich wahrscheinlich eh hinfahren zu 10 nach irgendwie 10 Minuten. Und dann, ja, bin ich eh gleich wieder tot, weißt du? Oder ist auch einer mit dem Schneemobil? So, ich krieg dich, du Wichser. Ich krieg dich! Muss er hin? Wow! Ah, das meine ich. Du bist minutenlang unterwegs und dann ficken dich zwei weg, weißt du? Und das ist das, was irgendwie auf Dauer den meisten Leuten nicht wirklich schmeckt. Ja, so wie mir. So, was haben wir denn hier oben? Ja, oben haben wir einen Buggy, der ist mir hier direkt irgendwie drin. Das ist schon mal cool. Da sind wir hier direkt irgendwie... Oh ne, Cravella, come and get it. Ihr wisst, was damit passiert. Sink deep into my bones, make it hard to know. Tear me apart. Tear me. Schau mal, wie fucking groß das ist, Mann! Das ist so riesig! Das gibt's nicht! Machen wir wenigstens Party hier! Ich bin eh alleine. Ich könnte hier 5 Minuten hier drinnen bleiben, mich findet keiner. Ich könnte hier Man könnte hier super suchen und Verstecken spielen, Mann. Du findest niemanden. Ne? Spielen wir Suchen und Verstecken in Final Stand, Leute. Ihr werdet mich nie im Leben finden. Nie. Vielleicht nach 6 Stunden oder so. Nach 6 Stunden habt ihr mich gefunden hier auf der Map. Vielleicht. Nicht mal dann. Schaut mal, wie fucking groß das ist, dieser Hangar. Meine Fresse. Da hast du direkt keinen Bock mehr irgendwie. Es ist zwar schön für Leute, die irgendwie große Maps mögen, aber ich hasse es. Krass einfach nur.
Weiß nicht, was ich dir dabei gedacht habe irgendwie. Weil die mal alle irgendwie danach heulen, wir wollen größere Maps. Ja, jetzt habt ihr größere Maps und jetzt heulen sich alle wieder rum und sagen, ja, sie sind zu groß. Ja, mein Lift, fahren wir mal mit dem Lift hier. Meine Fresse, ist das riesig. Also die Maps an sich sind geil, ja, aber so groß. Ja, das ist so groß. Wo bin ich jetzt hier? Bis man die Maps kennengelernt hat, sehe Ostern. Also ich kann da wirklich auf allen Final Map Stand, egal was sie zockt, einen Sniper empfehlen. Ja, Sniper und große Visiere, weil hier mit dem Coyote kommt ihr gar nicht weit. Aber wo die alle sind hier. Krass einfach. Einfach nur krass. Und auch dieses Vertikale oben, unten, überall. Wir sind 64 Mann, nur so nebenbei, ne? 64 Mann sind hier drauf. Merke ich nichts von. Krass einfach. Schau mal, ich habe bis jetzt irgendwie keinen Gegner gefunden, ne? Und ich stehe auch schon ein bisschen rum. Da kommt ein Heli. Wow! Piss dich, du Penner! If you wanna lose your mind, I'm getting one more time. You wanna lose your mind. Aber es ist geil, die Map. Was mache ich denn hier eigentlich? Was macht das? Macht das irgendwas? Was macht das? Ah, das macht das zu. Ihr kommt hier nicht mehr rein, ihr Pisser. Ihr kommt hier nicht mehr rein, ihr Pisser. Hab zugemacht. Aus, vorbei. Zu ist es hier. Schaut nicht so blöd, Leute. Ich lasse sie nicht mehr rein. Oh, die kommen da rein. Ja, die Asylanten finden immer irgendeinen Weg, irgendwie reinzukommen. Kommen die von da oder was nur? Das ist immer geil. Dass keiner früher drauf gekommen ist. Solche Lappen. Jetzt gewinnen wir. Was? Ich geh wieder auf. Nein! Nicht wieder aufgehen. Ey! Nicht wieder aufgehen. Nicht wieder aufgehen. Welcher Wichser hat das aufgemacht? Du, das war der Teamisgeburt war das bestimmt. Mach du wieder zu hier. Zu! Zu! Arschloch. Dafür, dass es kein Teamkill hier gibt auf normal. Machen wir dazu den Scheiß. Mir ist kalt. Es ist Winter. Ah, schön gemacht, mein Freund. Ja, wie man sieht, man ist irgendwie nicht wirklich beschäftigt mit irgendwelchen Gegner abknallen. Also. Ab und zu fliegt ein Heli rum, ab und zu sind ein paar Gegner hier. Warte mal, hier war gerade einer. Wo ist er denn? Ja, der kann irgendwo sein. Der kann da sein, der kann da sein, der kann da sein. Der kann überall sein. Wir laufen mal ein bisschen hinten nach A. Dauert eh nur 10 Minuten, bis ich da bin. Obwohl, das sind eh Jungs. Ist wieder zu, der Scheiß da vorne? Jawohl. Nein, boah, jetzt war ich fast runtergesprungen. Wollte ich nicht. Macht das schon wieder jemand auf? Oh, da fliegt irgend so ein Ding rum. Ich wollte nicht runter. Ich bin wieder hoch. Also wieder hoch. Nein! 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 Wo ist der? Ja, yeah, ich habe einen Gegner erwischt. Nicht. Der besistet. Ist ja auch so dunkel, Mann. So, bisher habe ich nicht wirklich viel gemacht. Ich bin zweimal gestorben, habe keinen einzigen getötet bis jetzt. Yes! Ist zwar ein Ego-Shooter, aber ich töte niemanden. Haha. Da. Ja. Yeah. Oh Mann, dann hat er mich jetzt erwischt, die Sau. Da waren noch zwei weitere. Okay, also ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt auf riesengroße fette Maps, dann spielt es. Wenn ihr keinen Bock habt, dann spielt es nicht. Ich werde es nicht spielen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video dazu. Hin und wieder mal vielleicht mit einem Kumpel oder so irgendwie rumfliegen oder so. Auf Conquest kannst du dir das geben. Auf TDM und Domination hast du, macht das absolut null Bock. Ja, auf TDM und Domination macht es null Bock. Und das sind halt eben die Modis, die ich halt am meisten spiele. Und da macht es absolut keinen Spaß. Ja, Final Stand. Wirklich nicht. Brauche ich nicht. Aber jetzt komme ich da nicht mehr rein. Kann ich unten reinfliegen? Kann ich unten reinfliegen? Nö, kann man nicht.
Beziehungsweise könnte man, wenn man nicht so behindert wäre wie ich. Soll ich wieder irgendwas zum Fahren hier? Ich laufe doch nicht zu Fuß hier bei dem Scheiß. Oh, war was denn? Soll ich wieder ein bisschen durch die Gegend fahren? So, hier. Alter, wie... Eine Sache muss ich aber wieder sagen, finde ich gut. Ja? Dafür, dass die Map so riesig ist und dass die 64 Mann drauf sind, läuft's mega flüssig. Ja? Keine Ruckler, nix, null. Da muss man wieder drei sagen, Hut ab. Ja, aber 64 Mann auf so einen fetten Server zu kriegen, ohne dass es jetzt irgendwie laggt auf so eine riesengroße Map, ist wieder mal eine Leistung. Ja? Kann auch nicht jeder. Ich fahre jetzt mal hier ein bisschen runter. Ich kenne die Map absolut nicht, aber... Wie lernen wir jetzt? Wieso ist denn hier eigentlich kein Punkt oder so? Oder war mal einer? Wuhu! Wie gesagt, Aussehen geil, Performance geil, Map an sich geil, Größe viel zu groß. Aber wenn man halt irgendwie Bock hat, so ein bisschen Scheiße zu bauen, durch die Gegend zu düsen und ein bisschen, keine Ahnung, zu fliegen und so, hin und wieder mal auf jemanden zu schießen, dann ist das genau richtig. Hallo! Ja, steig ein, mein Kumpel. Wir erobern jetzt die Welt! Wir erobern die Welt, Lasagna-Pazza! Da schießen Heli ab, du Penner. Ach, nicht nützlich. Wow. Ich glaube, da wird sich wünschen, niemals irgendwie bei mir aufgestiegen zu sein, weil jetzt werde ich Scheiße bauen. Wuhu! Sehr abgestiegen. Kann das Schneemobil auch auf Nicht-Schnee fahren? Ja, na klar. Ich fahre jetzt hier einfach mal hinein. Wuhu! Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Komm, ich will hoch. Stunt! Yeah! Yeah, das geht! Geiler Scheiß! Ich bin hier drin, Mann. Wuhu! Geil! Ich kann hier rumdüsen mit dem Ding hier. Wohin jetzt? Dann gehen wir in den Aufzug hier. Ja. Ah, zack. Dann kann ich auch absteigen hier. Auf A. Okay. Bin nämlich gerade mit dem Controller am Weg. Ah ne, A ist umsteigen. Dann machen wir es halt hier mit der Tastatur. Ja. Bam. Da. Mit dem Schneemobil im Lift. Sehr geil. Ich bin so behindert. Merkt ihr eigentlich, dass ich das Spiel überhaupt nicht ernst nehme? Ich glaube schon, oder? So, und weiter geht's. Ne, warte. Hier, auf C war das. Rein! Mann, steig... Ey! Nein! Nein! Nein, was ist jetzt los? Scheiße! Ich hänge! Ey, mein Schneemobil! Nein! Verlass mich nicht! Nein! Nein, Schneemobil! Mann! Wenn ich den Scheiß... öffnen... Fuck! Ich befreie dich! Ich komme, um dich zu holen! Bist du doof in der Missgeburt, Mann! Mit C4! Was ist für ein Arschloch? Gerade wo ich hier rumdüsen wollte mit meinem... Oh, dann mach ich es halt nochmal. Komm. Fick dich. Ja, wie das ist Final Stand geil. Einfach mit dem Schneemobil durch die Gegend düsen. Oder durch die Gegend fliegen. Ernsthaft spielen kannst du das nicht. Will ich auch gar nicht. Wuhu. Vielleicht mal mit so 4, 5 Freunden. 10 Freunden. 20 Freunden. Ja, dann wird's Bock machen, aber nicht allein. Oder zu zweit oder zu dritt, ne. So, ich fetze jetzt da wieder hinein. Ich möchte wieder nach oben. Wow. Ich komme mit dem Schneemobil. Kann man auch links hoch? Glaube ja, oder? Ja, kann man. Ja. Das ist nicht so leicht. Oh, fuck. Ich glaube, jetzt kann ich es ja nicht mehr hoch, oder? Doch. Zack. Na, wo denn jetzt? Bin ich hier eigentlich? Komm ich absolut nicht aus. Schieß nicht auf mich, Mann! Ich fahr doch nur durch die Gegend, du Wichser! Das sind alle so aggressiv hier! Ich fahr doch nur! Mach niemanden was! Oh, da ist auch einer mit Heli im Weg hier. Yeah! Ballern, Baby! Wo sind denn die Penner? Ich seh niemanden. Wow! Da ist einer. Zieh nach links, zieh nach links!
Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Ha, abgestürzt, du Wichser. Sehr geil. Ja, sowas macht wieder Bock. Ja, sowas macht wieder Bock. Durch die Gegend fahren, durch die Gegend liegen. Das ist Battlefield. Wenn man halt drauf steht. Du stirbst gleich, Mann. Du stirbst gleich. Krieg nicht. Ich krieg nicht. Macht mein scheiß Pilot hier. Ich sollte das mal vielleicht mit der Maus machen. Oh, hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ich sehe nicht. Wo? Fuck. Da. Du burnst. Yeah. Woo. Das ist so geil. Boah, was ist mit dem hier? Zieh nach links, Mann. Zieh nach links. Zieh nach links. Oh Mann, komm, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ah, nur Assist. Oh, da kommt was, da kommt was. Oh, wir brennen, raus. Warte mal, der hat's noch geschafft. Lass mich wieder rein. Hey. Boah, aber Aussehen tut schon geil. Aussehen ist geil. Wow, optisch Hammer. Hey. Yes, noch zwei erwischt, Baby. Geht ja doch was langsam. Also wie gesagt, wenn man so zockt, ja, Bock hat auf große Maps, macht das Spiel mega Laune. Wenn man aber Bock auf schnelle Action hat, dann ist man hier falsch. Ja, man muss halt eben wissen, was man möchte. Wenn ich schnelle Action haben will, gehe ich zu Advanced Warfare. Wenn ich hier taktische Action haben will, mit große fette Maps, gehe ich zu Battlefield. So easy ist das. Es gibt kein besser und schlechter. Ja. Es gibt kein AW ist besser, es gibt kein Battlefield ist besser. Man muss immer gucken, was man selber halt eben möchte. Ich finde beide nice. Ich spiele zwar gerade mehr AW, aber Battlefield kann auch Bock machen. Wenn ich halt eben auf sowas wie hier Bock habe. Aber meistens ist es halt eben der Fall, dass mit einem Kumpel jetzt irgendwie schnell ein paar Ründchen machen willst und dann halt lieber irgendwie AW zockst. Ja, ist wirklich leider so. Bei Battlefield brauchst du halt wirklich viel Geduld. So, wir sind jetzt hier fertig, Leute. Wir haben eine ganze Runde Conquest gespielt. Super, 18 Minuten hier fast. Ja, das war so mein erster Eindruck, ja. Geil, optisch, geil, Maps, geil, viel zu groß. Das ist das einzige, Mangel, was ich habe, viel zu groß. Ja, sonst, Hammer. Hätten gerne ein bisschen kleiner sein können, aber wie gesagt, für die unter euch, die nicht groß genug die Maps sein kann, hammergeil. Solltet ihr holen, solltet ihr zocken, macht wirklich Bock. Ist ein schönes Setting, auch hier über dem Schnee. Map hat mir auch ziemlich gut gefallen, wie gesagt. Riesig, ja, riesig, aber sonst Hammer. Gut, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.